Domradio Morgenimpuls. Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Herzlich willkommen zum Morgengebet. Ich bin Schwester Katharina, Eupa-Franziskanerin, und ich freue mich, dass wir immer wieder hier zusammen beten. Der Alltag hat uns wieder. Mit dem Fest der Taufe Jesu gestern endet liturgisch gesehen die Weihnachtszeit. Und gleich heute früh ist die Lesung sehr alltäglich, aber sofort auch herausfordernd. Da geht es im Brief des Paulus an die Thessalonicher unter anderem darum, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Alle sollen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen und ihr selbstverdientes Brot essen. Nein, nein, keine Sorge. Es geht nicht um Arbeitslose, um Kranke oder Arbeitsunfähige. Es geht um die, die nicht arbeiten wollen, die ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Die Ermahnungen des Paulus haben damit zu tun, dass in den jungen Gemeinden Tendenzen da waren, auf die Wiederkunft Jesu zu warten und sich nicht mehr um das alltägliche Leben zu kümmern. Aber die Wiederkunft Jesu wird sich ereignen, während wir mit dem Alltäglichen beschäftigt sind. Das Brot und alles, was wir brauchen, verdienen, uns um die Kinder, die Kranken, die Alten kümmern, das Haus, die Wohnung, das Feld bestellen und was alles unseren Alltag ausmacht. Das ordentliche Leben bedeutet, in der Ordnung leben, die ein gutes Miteinander in der Gesellschaft möglich macht. Paulus ermahnt die Christen, so zu leben. Er gebietet im Namen Jesu Christi des Herrn. Das hat bis heute eine Ausstrahlung auf das Umfeld, in dem wir leben. Selbst in tiefen DDR-Zeiten waren die hauptsächlich katholischen, christlichen Orte, Dörfer und Städte anders. Aufgeräumt, gepflegt, schön gestaltet. Das Zusammenleben enger und von nächstenliebender Sorge geprägt. Ihr aber, Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, Gutes zu tun, ist die letzte Aufforderung in unserer Lesung. Tun, was dran ist und was von euch verlangt ist. Aber darüber hinaus Gutes tun für eure Schwestern und Brüder und darin nicht müde werden. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.